Hallo und ein freundliches Willkommen hier. Wir nehmen heute ein Glas auf, ja, auf worauf eigentlich? Auf den Hausbau. Ich weiß ja nicht. Vielleicht planen Sie ja irgendwann einen Hausbau oder zumindest erst mal den Kauf eines Grundstückes. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie überleben es oder Sie haben irgendwie am Ende einen Nervenzusammenbruch, sind geschieden. Ich weiß nicht was. Mal gucken, ob das alles auch so meiner heutigen Gesprächspartnerin passiert ist. Denn sie hat ein Buch geschrieben. Die Uckermark ist ausverkauft. Birgit von Heinze, hallo, schön, dass du da bist. Sehr gerne. Ja, freue mich. Es ist ein Roman, aber es ist eigentlich, also liest man sofort, es ist kein Roman, es ist eigentlich ein Tatsachenbericht. Woher oder? Weißt du das? Naja, also sowas kann man sich nicht ausdenken. Ich kann es aber gut nachvollziehen, weil ich habe auch gerade 2 Jahre lang ein Haus gebaut und habe eigentlich gedacht, ja okay, habe ich alles so ähnlich und habe mich ein bisschen geärgert, es nicht zu machen. Warum hast du einen Roman draus gemacht und warum nicht einfach, naja, eine Erzählung oder selber gemacht? Ja, wolltest du noch ein bisschen verstärken? Das Ganze? Sagen wir mal so, genannt, das ja, ganz genau. Also, das ist, sonst wäre es ja vielleicht ein fröhliches Bautagebuch gewesen. Ja. Tag 1, Tag 1430. Naja, so richtig fröhlich ist das auch nicht. Nein, und ich habe einfach gedacht, ein Roman bietet mir mehrere Vorteile. Zum einen kann ich damit ein bisschen in die Fiktion gehen. Zum anderen kann ich aber auch Charaktere und Situationen erfinden, die es so gar nicht gegeben hat. Also, deshalb, wenn ich gefragt werde, was ist davon Wahrheit, was ist davon. Fiktion, dann sage ich mal gerne, also es ist alles erstunken und erlogen. Ich hatte nämlich schon Lesungen, da kam dann jemand hinterher zu mir und meinte so zu mir, du, sag mal ehrlich, bin ich jetzt Dörte? Nein, wieso? Ja, ich bin ja, ich habe immer so Angst und so und ich habe ja auch, ich sperre mich ja auch immer ein und bin so eine Angstkandidatin. Also bin ich Dörte? Nein, du bist nicht Dörte. Puh, Gott sei Dank. Wann kam denn die Idee? Schon vorher? Also ihr habt ja, beschreibst ja irgendwie, die Idee ins Umland zu ziehen, hat wahrscheinlich jeder Berliner irgendwann früher oder später und in einem gewissen Alter, dann sage ich jetzt mal auch so, wahrscheinlich schon, ich könnte jetzt mal raus hier. Ja. Ne? Kam da dann schon die Idee, das auch aufzuschreiben oder ist das dann zufällig entstanden? Nee, das ist im Grunde genommen erst am Ende des Desasters, also das wirklich auch im realen Leben ein Desaster war, entstanden die Idee. Irgendwann meinte eine Freundin zu mir, euch ist da ja eine Menge Mist passiert, also das kann das Leben eigentlich gar nicht besser erfinden, schreib's doch einfach mal auf. Und dann habe ich angefangen, die ersten Seiten. Dann habe ich aber auch gemerkt, selbst als Journalistin ist es jetzt nicht so unbedingt einfach, gleich einen Roman zu schreiben, insbesondere wenn man damit jetzt keine Erfahrung hat. Und dann habe ich es, ja, ich habe dann mal so einen Spannungsbogen entwickelt, um zu gucken, ob die Geschichte eine ganze, über einen ganzen Roman tragen könnte. Dann landete es irgendwann wieder in der Schublade, weil ich merkte, es ist doch ganz schön arbeitsintensiv. Und dann kam Corona. Und noch nicht zur Zeit. Genau. Und dann hatte ich auch schon so ein bisschen Abstand zu den ganzen Geschehnissen. Das Haus war dann ja irgendwann auch bewohnbar und so weiter. Und dann habe ich mich hingesetzt. Wir alle waren irgendwie zu Hause. Ich auch. Und das Internet ging dann auch schon, weil es ja auch eine Geschichte da drin ist. Du kannst ja glücklicherweise auch ohne Internet schreiben. Stimmt. Ja? Also für Recherchen ist es natürlich ganz sinnvoll. Kann man das eigentlich noch mit der Hand schreiben? Ich weiß gar nicht. Na, ich schreibe natürlich mit dem Laptop. Ach so. Also auf dem Laptop. Ja gut, das geht auch ohne Internet. Ja, und auch ohne Schreibmaschine. Also ich glaube, ich wäre verloren mit Schreibmaschine. Ja. Aber ja, und das habe ich dann da gemacht. Und da habe ich dann auch wirklich die Nacht zum Tag gemacht. Und manchmal funktionierte es sehr gut. Und ich habe stundenweise dann durchgeschrieben. Manches Mal saß ich dann davor und mir wollte partout nichts einfallen. Aber im Endeffekt sind dann 328 Seiten draus geworden. Ne? Aus einem lustigen Hausbau. Hausbau ist jetzt fertig, immer noch verheiratet? Ja, also der wunderbare Hinweis des Architekten, den dieser so aber nie getätigt hat, das ist auch so ein bisschen meiner Fantasie entsprungen, schon beim Hausbau an Scheidung denken. Ja, ja. Das habe ich irgendwo mal. Also das haben mir auch etliche gesagt. Ja, ich habe es auch irgendwo gehört und ich fand es aber einfach so lustig, dass ich das unbedingt ins Buch einbauen wollte, weil tatsächlich, also ich fand es jetzt lustig, ich glaube, für andere ist es jetzt nicht ganz so lustig, wenn sie tatsächlich irgendwie vor den Scherben ihrer Ehe stehen, weil sie merken, dass sie sich einfach mit ganz grundsätzlich anderen Herangehensweisen oder Hoffnung an so ein Projekt rangetraut haben. Und man einigt sich nicht über die Farbe der Fliesen oder sonst was. Manchmal sind es wirklich so rudimentäre Sachen, weißt du, das ist so, so profanes Zeug, aber spätestens dann, wenn es auch wirklich darum geht, dass das Geld ausgeht oder knapp wird. Ja. Und wir hatten in der Wirklichkeit auch so eine Situation, wo wir merkten... Da steht irgendwie, ich glaube, der Armageddon oder sowas. Ja, ganz genau, mein persönliches Armageddon. Ja.
Das ist schon eine tragische Sache, wenn du merkst, du bist in der Rohbausituation. Das Budget ist mehr oder weniger aufgebraucht, aber du bist noch weit davon entfernt, dass du das Haus benutzen kannst. Sieht man an manchen Ecken in Berlin auch, so am Steglitzer Kreisel oder so, das Geld einfach mal weg. Ne? Zum Beispiel. Und dann steht da so ein Haus und geht nicht weiter. Und wir wussten natürlich, es wird immer etwas teurer, dass es aber so teuer wird, weil es ist ja auch ein Unterschied. Saniere ich ein Haus oder baue ich es neu? Ja. Wenn du neu baust und gute Verträge vorher abgeschlossen hast, dann geht das eigentlich relativ so seinen Weg. Eine Sanierung, wo du irgendwas anfasst und dann kommt da das große Abenteuer zum Vorschein, das und dann auch ist unkalkulierbar. In Corona-Zeiten und dann ja auch in Kriegszeiten, wo also Baumaterial teurer wurde. Ja, also ich habe dann gelernt, man glaubt gar nicht, was alles aus der Ukraine kommt. Ne? Ja, also überhaupt aus Polen, von überall her. Und klar, also das ist natürlich auch mit ein Grund dafür, dass es heute das Bauen einfach heute umso teurer geworden. Kredite teurer geworden, alles. Also noch Glück gehabt sozusagen. Ja, eigentlich ja. Das lief noch an. Du hast schon angesprochen, als Journalistin, das geht mir manchmal auch so, ist es ja nicht so einfach, weil wenn man für eine Zeitung arbeitet, ist man gewöhnlich 20 Zeilen, ne, sage ich jetzt mal so, oder 30 Zeilen. Ja. Ne? Und jetzt hat plötzlich 300 Zeilen, ist man dann irgendwie auch, ist das jetzt zu kurz? Man schmückt dann ja auch, ist nicht so gewohnt auszuschmücken. Ja. Ne? Man muss halt seine 20 Zeilen abliefern. Ja, relativ adjektivarm. Ja, genau. Möglichst bei der Wahrheit bleiben. Ja. Das sind natürlich schon maßgebliche Unterschiede, wenn es um den Schreibprozess so geht. Ich habe das sehr geliebt und mir hat das sehr viel Freude gemacht, weil ich habe schon so, Sprache ist schon so, das ist schon so mein persönliches Steckenpferd irgendwie so. Da kann man dann auch so ein bisschen, die Seele baumeln lassen oder vielleicht auch mal die Finger baumeln lassen und sich ein bisschen in der Sprache mal austoben, was man als Journalist ja oft nicht kann. Ganz genau. Also es ist schon eine komplett andere Herangehensweise, aber mir hat das Spaß gemacht. Ich hatte ein paar Erfahrungen durch Kurzgeschichten, die ich geschrieben habe, aber selbst eine Kurzgeschichte, die vielleicht über 10 Seiten oder so geht, ist ja nicht vergleichbar mit so einer Sache. Da ist immer wirklich die Frage, wie ich eingangs schon sagte, trägt die Geschichte wirklich bis zum Ende? Man will den Leser unterhalten und ihn nicht langweilen. Na, aber am Ende ist es ja so eine Geschichte, die wahrscheinlich auf jeder Baumesse oder es gibt ja so diese Hausmessen oder irgend sowas. Ne? Da solltest du vielleicht einen Stand machen und das schon mal hin, als Warnung oder als Tipp oder als Ratgeber, wie auch immer. Wie ich habe schon zu Bauträgern gesagt, sie sollten das ihren Kunden schenken, zu Weihnachten genau und sagen, sowas. Mit uns passiert ihnen das nicht. Ja, oder so, oder irgendeine bei uns wissen Sie, was wir besser machen. Da ja gerade beim WDR wird ja gerade vorher vor alten Otto-Sendungen gewarnt, jetzt vorm Tatort, wegen diskriminierend. Müsste man hier ja eigentlich auch so ein bisschen diskriminieren. Das ist ja auch, ich meine, ich würde das jetzt gar nicht machen, nicht, dass ich es gut finde. Ich finde es so gut, wie es im Buch ist. Aber da werden halt irgendwelche Nazis beschrieben, da werden Polen beschrieben, da werden andere Nazis und Ossis beschrieben. Ein bisschen Diskriminierung ist aber immer auf dem Bau. Ne? Auf dem Bau in jedem Fall. Das fängt ja schon damit an, dass meine Rolle als Frau, beziehungsweise um jetzt mal auf Rosa, die weibliche Protagonistin im Buch, als Bauherrin von dem einen oder anderen, nicht zuletzt auch vom Architekten, nicht immer so ganz ernst genommen wird. Das ist ja auch eine Form der MeToo-Debatte, so nach dem, nach dem Motto, was wollen Sie denn hier? Und ja, fand ich auch sehr lustig. Der Architekt wusste ja offensichtlich alles besser. Ne? Das ist natürlich jetzt auch eine in Teilen fiktive Figur. An dem arbeitet sich die Protagonistin so ein bisschen ab. Aber ich finde es ganz spannend, weil es löst sich ja nachher vieles auf. Also du sagtest gerade mit den Polen, die Geschichte löst sich nachher auf, weil die Polen ja dann einfach verschwinden. Und es wird ja auch nie ihre handwerkliche Kompetenz in Frage gestellt, die ist ja zweifelsohne da, sondern es ging eher so ein bisschen darum, dass da so ein paar dubiose Geschichten auf der Baustelle passierten, so Grillaktionen zu hochsommerlichen Temperaturen mit Waldbrandstufe 4 oder 5. Das ist natürlich ein bisschen schwierig oder auch Kippen, die dann aus dem Fenster fliegen und dann den einen oder anderen Waldbrand möglicherweise provozieren können. Ne? Aber das macht natürlich nicht nur, also das machen ja leider viele, die da sorglos umgehen. Nein, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe mich natürlich schon bemüht, dieses Ost-Westdeutsche Zusammentreffen zu schildern als eine Art Entwicklungsprozess. Die weibliche Protagonistin kommt in ein Land, das sie vorher nicht kannte, nämlich die ostdeutsche Provinz, und hat so ihre Vorurteile im Kopf, merkt aber auch, dass
man ihr gegenüber auch Vorteile, im Kopf hat. Und das fand ich ganz spannend. Also es ist ja, erzählt wird sozusagen der Annäherungsprozess und wie beide Seiten erkennen, es ist doch alles ganz anders im wahren Leben und mit denen kann man ja doch irgendwie in Kommunikation treten und eigentlich sind die ja doch ganz nett. Und dann werden die ja auch aufgenommen da im Dorf und man tauscht sich aus und das war mir wichtig, das zu zeigen. Wann wird ein Film draus? Gibt schon Anfragen? Ich meine, das könnte man ja eigentlich auch gut verfilmen, ne? Ja, das haben schon einige gesagt. Das freut mich natürlich, das ehrt mich natürlich also sehr. Also es ist ja auch irgendwie so ein bisschen, ich denke jetzt gerade auch an Stromberg oder irgend sowas. Also da kann man jetzt auch eine Netflix-Serie immer in 20 Minuten draus machen oder irgend sowas. Also aus jedem Artikel oder auch nur in 15 Minuten irgendwie so eine Serie draus machen oder so. Das wäre sicherlich auch sehr unterhaltsam. Es hat natürlich insofern, weil es ja verschiedene Thematiken anbelangt, die da auch behandelt werden, könnte man natürlich den Fokus dann immer auf jeweils das andere oder das neue oder so richten. Das finde ich auch. Mich freut das natürlich auch, dass die Dialoge in den Kritiken, die es bislang gibt, auch gelobt wurden. Und ich freue mich sowieso, also ich muss sagen, ich freue mich so sehr. Das ist mein Erstling, als Roman zumindest. Ja. Und dass er bislang schon so eine Aufmerksamkeit genossen hat. Und ich freue mich einfach über die positive Resonanz, das sag ich jetzt mal so. Und ja, wenn jemand kommen möchte, das Buch verfilmen will, ich bin offen. Regina Ziegler fragen oder so. Ja, genau. Für die würde es vielleicht passen. Ja, vielleicht. Oder irgendwie so. Unterm Strich, würdest du da, oder sagst du dann, ja, okay, Haus bauen ist okay? Oder deine Protagonisten sagen ja dann schlicht unterm Strich, ja, war ganz okay so. Ne? Also ist ja dann ein positiver Ausgang. Positiver Ausgang? Ja, ein positiver Ausgang im Roman, das verrate ich jetzt mal nicht, weil wir wollen die Leser ja ermutigen, es auch bis zum Ende dann... Naja, das Haus wird fertig. Das Haus wird fertig. Ich würde sagen, so im Nachgang, man kann sowohl mir also im realen Leben als auch der Protagonistin oder den beiden Protagonisten eine gewisse Blauäugigkeit, Naivität schon attestieren. Sie sind da schon sehr ahnungslos rangegangen. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich heute noch mal sowas machen würde, vielleicht dann doch mit etwas mehr Hinterfragung und vielleicht auch ein bisschen mehr Recherche im Vorfeld. Ich glaube, das Wichtigste ist ein richtig guter Bauleiter. Ja, das war ich ja manchmal in Personalunion auf der Warmbaustelle. Rosa ist es ja in Teilen auch. Das ist aber nicht gleichbedeutend, ein Haus einzurichten oder den Gewerken auf die Finger zu gucken. Ja, ja, aber einer, der Ahnung hat oder so. Man hat ja so Dinge, die man alle, also mir dann aufgefallen ist, wir reden immer über Europa und alles muss vereinheitlicht werden. Und dann passiert plötzlich, dass in Berlin und in Brandenburg unterschiedliche Stromkästen nur zugelassen sind. Da sage ich mir, wo leben wir eigentlich? Ja. Ne? Also eine klare Aufgabenkompetenz ist wie bei fast allen großen Projekten oder von mir aus auch in der Politik, das ist schon zwangsläufig die Grundvoraussetzung dafür, dass das Ganze auch erfolgreich zum Ende geführt wird. Wenn nachher über Kompetenzen gestritten wird oder die nachher im Nachgang behauptet werden, gar nicht klar zugeordnet worden zu sein, naja, dann muss sich niemand wundern, wenn das ganze Projekt vielleicht nicht bis zum Ende erfolgreich durchgezogen wird oder gar kein Ende findet. Ja, ja, naja, aber eben am Ende dann auch so Sachen, die man da lernt, wo man sagt, das kann doch nicht sein, wo leben wir eigentlich? Ja. Also was es für Behördenauflagen gibt und sonst dergleichen. Also wie ich eben gesagt habe, mit unterschiedlichen Stromkästen in Berlin und Brandenburg. Ja. Und du sagst, ist da ein anderer Strom, ist hier ein anderer Strom oder bei Wasserleitung oder sonst dergleichen. Ne? Also fragt man sich, wer denkt sich sowas aus? Ne? Ich habe mich auch wirklich gewundert, und jetzt spreche ich wieder als reale Bauherrin, dass ich über diesen Behördendschungel, über diese Zuständigkeitsbereiche, dass es so unfassbar viele Behörden gibt, die alle natürlich auch mitentscheiden müssen. Wir sind ja mit dem Haus in einem Naturschutzgebiet. Das versteht man natürlich auch, dass es da Auflagen gibt. Das ist ja wichtig, die Natur zu erhalten. Aber allein schon die untere und die obere Wasserschutzbehörde. Die Naturschutzbehörde, die Brandschutzauflagen, die Feuerwehr und wer da alles mitspricht. Ne? Das ist also schon gewaltig. Wenn dann die Wasserschutzbehörde in meinem Waldgrundstück bei einem Forsthaus mitreden muss, fragt man sich auch, was soll's. Ne? Ja, das liegt daran, dass das Häuschen an einem kleinen Waldsee liegt. Ja, meins liegt an einer Müggelspree und da war dann auch die Wasser... Weil da musste dann 70 Zentimeter höher gebaut werden, weil es in den letzten 200 Jahren einmal ein Hochwasser gab. Ja.
an dem Teil der Spree. Ja. Da fragst du dich auch, wer da alles mit. Denn wahrscheinlich im Naturschutzgebiet gibt es da irgendwelche Vögel oder. Ja, es, das ist ganz schön. Eisvögel. Ja, naja, aber die, auf die man dann wieder achten muss. Ja, ne? Ja. Aber es ist schon ein wunderschönes Gefühl, wenn du da morgens im Garten bist. Na, klar. Dann siehst du die da plötzlich. Und ich glaube, in Berlin gab es zuletzt 11 Paare Eisvögel. Und das ist so eine Seltenheit. Und bei uns fliegen die also, da. Flattern die da. Dafür lohnt dann so ein Zweijahresritt, ein Haus zu bauen. Ja. Wir reden gleich weiter und dann reden wir auch noch ein bisschen über Journalismus in der heutigen Zeit. Ja, da sind wir wieder mit dem schönen Buch von Birgit von Heinze. Die Uckermark ist ausverkauft. Offensichtlich ja nicht ganz, weil das fand ich so lustig dann auch, weil mir ging es so ähnlich bei dem Grundstückskauf. Allerdings noch, naja, knapp hier in Berlin, in Müngelheim. Alle sagen, es gibt kein Grundstück mehr, aber am Ende gab es dann doch noch eins. Und ihr habt gesagt, ja, irgendwie, es gibt hier so viele Seen, da muss es doch irgendwo noch ein Grundstück geben, was zu verkaufen ist. Wie habt ihr es dann gefunden? Also Brandenburg ist ja das seenreichste Bundesland, wie wir beide wissen. Und wie wahrscheinlich auch viele andere Berliner wissen. Ich wusste es bis dato tatsächlich nicht. Ich habe das erst mal recherchiert. Aber da, der Gedanke hat mich sehr ermutigt und habe gedacht, okay, wenn die Uckermark halt nichts hergibt, dann in den Weiten Brandenburgs irgendwie. Und dann half ImmoScout. Ja. Ich glaube ImmoScout, ja. Da und jetzt kannst du mit der Kanzlerin Pilze suchen gehen. Ja, wir sind ja nicht in der Uckermark gelandet. Ja, ja, ja. Wir sind in der Niederlausitz gestrandet und da aber sehr wohlbehalten und versuchen, so oft es geht, da zu sein. Es ging eine hundertprozentige Entscheidung dafür, da ganz rauszuziehen. Das war aus beruflichen Gründen nicht möglich. Und so haben wir eben das Standbein immer noch in Berlin. Ja. Und also ich muss sagen, ich bin sehr glücklich da draußen. Und wir sind da auch sehr nett aufgenommen worden von unseren Dorfbewohnern. Also das nächste Dorf zu unserem Häuschen, das ist so 2 Kilometer entfernt, aber wir sind da sehr beheimatet mittlerweile und ich bin da auch im Dorfverein aktiv und bei der Freiwilligen Feuerwehr engagieren wir uns, wenn auch nur als passive Mitglieder, aber wir hatten jetzt auch gerade Dorffest am Wochenende. Das gibt's überall, ja. Und dann schreibe ich auch darüber, damit das angekündigt wird und ein bisschen Werbung gemacht wird dafür, dass die Leute auch kommen in unsere Region. Ja. Ne? Ja. Das ist doch... Jetzt habe ich knapp den Faden verloren. Nee, da ist er wieder. Du hast gerade gesagt, machst da auch Homeoffice und sowas alles. Das kann man ja als Journalist gut machen. Ja. Hat sich das, also wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, man schreibt dann kurze Zeilen oder so. Hat sich die Arbeit als Journalist in den letzten, um das Thema jetzt ein bisschen zu wechseln, in den letzten Jahren grundlegend geändert, also mit Homeoffice und alles sowas? Weil früher saßen wir alle in irgendwelchen Redaktionen, in Großräumen, in kleineren Räumen, je nachdem, in welcher Position man war. Man hat miteinander geredet und durch dieses Reden entsteht ja auch viel, ne? Was heute ja weg ist oder so. Macht es das einfacher, macht es das schwerer? Wie ändert sich das? Das ist jetzt schwer zu beantworten, insofern als dass ich schon seit ganz vielen Jahren als Freelancer arbeite. Das hatte sich dann so ergeben durch die Kinder und wir hatten halt dieses klassische Modell, der Mann an der Front und ich zu Hause sozusagen. Klingt wahnsinnig altbacken, würde ich heute auch definitiv anders machen. Habe ich meinen Kindern auch sehr gebetsmühlenartig mit auf ihren eigenen beruflichen Weg gegeben, dass das Modell nicht unbedingt als beispielhaft in ihre Verankerung sich platzieren sollte. Und die machen halt ihre Jobs und ich arbeite halt, wie gesagt, als Freie. Das ist heute nicht so einfach. Also man muss schon sich um jeden neuen Auftrag auch bemühen. Und Klinken putzen, ja, das trifft es eigentlich so ein bisschen. Ich habe hier eine Idee, seid ihr vielleicht an der Geschichte interessiert? Oftmals gehe ich dann auch in finanzielle Vorleistungen. Sparen die Verlage ja auch alle, ja, ne? Also ich meine, tatsächlich, an den Freien wurde natürlich zuerst gespart. Es wurden ganze Blätter, wurden ja auch eingestampft. Die gibt es heute gar nicht mehr. Ich weiß noch, ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, das ist schon etliche Jahre her, der Journalismus galt immer so als sichere Bank. Ne? Ja. Und eigentlich arbeitslose Kollegen gab es eigentlich gar nicht. Kollegen und Kolleginnen hatten alle Jobs. Und und plötzlich kam so die erste Welle derer, die gekündigt wurden. Und plötzlich gab es dann Arbeitslosigkeit im Journalismus. Und das war schon so die erste Welle, die mir so ein bisschen zu denken gegeben hat. Und
Ich merke das halt heute auch an den Zahlenhonoraren. Wenn ich denn arbeite, dann sind das eben Honorare, die überhaupt nicht mehr vergleichbar sind. Da fragt man sich, dann fehlt halt eine Null eigentlich. Ne? Ja, manchmal schon. Also ich hatte tatsächlich eine Situation, ich schreibe, wie gesagt, ich habe es gerade erwähnt, ja. Wenn unser Landverein, wie jetzt gerade am vergangenen Wochenende, Dorffest feiert, dann rufe ich da meine Kontakte an und sage, ja, hier, also entweder gebe ich nur die Informationen, häufig habe ich aber auch eben schon selber berichtet, dann auch wirklich über eine ganze Seite und habe dann auch die Fotos mitgeliefert und dann kam irgendwann die Abrechnung und ich gucke auf diesen Zettel und dann habe ich in der Redaktion angerufen und gefragt, ich wollte mich eigentlich nur mal höflich erkundigen, ob das Fotohonorar da schon inklusive ist. Ich, ja, ja, ich hatte ja auch schon noch 3 Fotos mitgeliefert. Ja, Frau von Heinze, wir haben Ihnen ja gleich gesagt, reich werden Sie bei uns nicht. Ich, nein, ich, reich will ich damit auch nicht werden, aber überleben wäre schön. Und ja, dann haben wir natürlich gelacht. Ich wusste ja etwa, was mich erwartet. Aber das ist natürlich auch mittlerweile ein Gehaltsgefüge, von dem ich behaupte, damit wird Qualitätsjournalismus wirklich totgespart. Und ist kein Anreiz mehr für Leute, die vielleicht eine gute Schreibe haben oder qualifiziert sind, weil sie auch ein Hochschulstudium absolviert haben, in diesem Beruf noch irgendwie Fuß zu fassen. Ja, also ich kenne es ja auch früher von aus dem Hause Springer, wo wir ja beide mal waren, ja. Also von der Morgenpost, da waren viele, die haben als Studenten nebenbei geschrieben, ja. Und konnten von dem nebenbei, ja, ganz gut leben. Ja. Also als Student sozusagen. Hm. Ne? Heute unmöglich. Und da waren es auch noch relativ viele Menschen, die dann auch, und viele Menschen bei einer Zeitung bringen auch viel Input und damit auch Qualität dann irgendwie mit. Hat sich das in den letzten Jahren auch geändert? Also dass einfach die Qualität nicht mehr so, vielleicht nachgefragt wird. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist oder so. Ich denke, der Qualitätsanspruch ist schon noch irgendwie da, aber wahrscheinlich aufgrund personeller Unterbesetzung ist die Qualität bei vielen Medien gar nicht mehr zu gewährleisten. Also ich entdecke immer wieder Fehler, gerade bei den Printmedien. Ja. Auch in den Online-Medien, also gleichermaßen. Und also mich persönlich ärgert das einfach, weil mir fällt das auf. Und wenn es mir auffällt, fällt es auch anderen auf. Und das kann nicht der Anspruch sein. Ich gucke mal morgens bei T-Mobile da, die Nachrichten. Da ist eigentlich in jeder Überschrift ist irgendein grammatikalischer Fehler. Mhm. Also eigentlich in jeder. Ja, und das finde ich dem Leser gegenüber nicht gut. Und wenn die dann auch natürlich, ich meine, wenn es mit solchen Dingen schon anfängt, dann zweifelt man vielleicht auch an den Inhalten oder so. Das wirkt dann nicht wirklich sehr überzeugend. Ich würde immer dafür plädieren, dass man dem Qualitätsjournalismus nicht den Todesstoß versetzt, sondern das ist wichtig, gerade in den heutigen Zeiten, wo alle von Fake News reden und so weiter, braucht man kompetente Kollegen, glaubwürdigen Journalismus. Wir haben es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, wegen der Debatte, um eine Warnung davor zu machen, also wie es der WDR jetzt macht. Ist das heutzutage im Journalismus auch so ein bisschen, also ich habe manchmal so den Eindruck, wir leben in einer Zeit, die immer puritanischer wieder wird. Also sie wird auf alle Fälle immer kontrollierender, empfinde ich so. Also ich habe eben gerade mich bei dem Gedanken gemerkt, Mist, jetzt hast du im Vorsatz gerade das Wort Kollegen gesagt. Du hättest sagen müssen Kolleginnen und Kollegen. Ja, ja. Ja, eigentlich müsste man, oder die Kollegin oder sowas. Also das ist ja völlig absurd. Also so viel Zeit muss sein. Ja. Ich weigere mich immer, dieses Sternchen mitzusprechen. Geht gar nicht. Weil ich persönlich es nicht schön finde. Nee. Das sind natürlich schon auch neue Gedanken, die Zeit so mit sich bringt und Erfordernisse an uns. Ich bin da auch flexibel und gerne bereit, mich diesen neuen Strömungen dann eben auch anzupassen, was ja nicht bedeutet, dass man ihnen völlig unkritisch gegenübersteht. Ja. Also bei der einen oder anderen Debatte frage ich mich schon, ob es notwendig ist. Also spätestens da, wo eine Astrid Lindgren umgeschrieben wird oder ein Huckleberry Finn. Ich finde, man sollte solche Dinge viel eher als Chance begreifen, zu sagen, dass man früher bestimmte Dinge gesagt hat, aber sie heute aus den und den Gründen eben nicht mehr sagt. Und das Gleiche gilt für das, was du eben gerade gemeint hast. Also Otto Walkes ist ja eine Kultfigur. Ja. Und dass natürlich sein Humor in der heutigen Debattenkultur kritisch betrachtet wird, zumindest wenn es jetzt so um politische Äußerungen oder um Rassismus, geht natürlich gar nicht, aber auch frauenfeindliche Äußerungen und so weiter geht, dann kann ich verstehen, dass der eine oder andere das grenzwertig bis gar nicht mehr lustig findet.
In einem Otto-Film verkauft er doch da auch irgendwie an der Haustür, verkauft er da so einen schwarzen Haushaltshelfer. Ne? Und ich glaube, da ist dann der schöne Satz, du schwarze Füß, du Neger. Ne? Würde wahrscheinlich heute gar nicht mehr gehen oder so. Aber ich glaube auch nicht, dass sich da irgendjemand von angegriffen fühlt. Ich weiß es nicht so genau. Wenn sich die Leute nicht angegriffen fühlten, dann würde ja wahrscheinlich die Debatte nicht so hochgekocht. Ja, aber oft habe ich ja den Eindruck, kommt die Debatte eben nicht von denen, die sich angegriffen fühlen könnten, sondern von irgendwelchen Menschen, die meinen, dass sich jemand angegriffen fühlen könnte. Mir hat mal jemand People of Color gesagt, es würde ihn überhaupt nicht stören, wenn ich ihn als Schwarzen bezeichnen würde. Er selber würde uns auch als Weiße bezeichnen. Und Der Begriff zum Beispiel die Mohrenstraße jetzt, ne, eine Diskussion ist, in Berlin oder so, oder neulich hat irgendwo im Land gibt es jemanden, der hat eine Mohrenapotheke und der ist nun mal ein Dunkelhäutiger. Er sagt, na und, die heißt Mohrenapotheke und das ist durch die Jahrhunderte so entstanden. Ne? Dabei war der Namensgeber für die Mohrenstraße gar kein People of Color, sondern das hat ganz andere Zusammenhänge, die ich im Moment jetzt aber gerade nicht abrufen kann. Ich weiß aber auf alle Fälle, das ist eine historische... Man kann es nachlesen. Ja. Ich kriege es auch nicht so richtig zusammen, aber es war so im 17., 18. Jahrhundert am Hofe des Königs irgendein Moor eben. Ein hochgebildeter Mann, der eigentlich geehrt werden sollte. Genau. Herzlich habe ich gelacht, als man sich meinte, das Problem zu entledigen, indem man über das O zwei Tückelchen gesetzt hat. Ja, das wäre sehr lustig. Aber grundsätzlich finde ich, bevor so eine Debatte in die Öffentlichkeit getragen wird, würde es mich freuen, wenn man einfach mal ein bisschen die historischen Zusammenhänge vorher drüber nachdenkt. Ja, einmal vielleicht gucken, ob das wirklich jetzt notwendig ist. Ja, na, vor allem könnte man da ja dann, also das ist ja auch so ein Thema in unserer heutigen Zeit, dass man plötzlich Dinge, die irgendwie in der Geschichte so waren, also da kann ich mir natürlich noch viele Straßennamen in Berlin anschauen, dann müsste sich die alle ändern, aber dann wäre ich ja nicht fertig. Also wenn ich mir zum Beispiel auch den 17. Juni, da stehen eben die preußischen Generäle ringsherum oder eben wie die Außenministerin im Außenamt plötzlich den Bismarck-Saal umbenennt, ne? Weil das ist alles, geht alles gar nicht. Oder die Diskussion um die Schrift am Schloss. Ne? Ja. Also das ist alles so eine Zeit, wo man sagt, haben wir keine anderen Probleme? Das denke ich auch. Also das denke ich auch oft, wenn diese Debatten eröffnet werden. Ich finde schon, dass wir andere Probleme haben. Vielleicht sind das auch manchmal Ablenkungsmanöver. Ich weiß es nicht so genau. Also nochmal, ich möchte nochmal betonen, ich finde bestimmte Sachen, die gehören auf den Prüfstand. Und nicht zuletzt auch die MeToo-Debatte, die geführt wird. Weißt du, wir haben ja vorhin gerade drüber gesprochen, als wir uns beide noch zu zweit im Off unterhalten haben, wie wir in welcher Zeit des Journalismus wir groß geworden sind und was man da speziell als Frau oder als Neuling, als Volontär ertragen musste, Männer und Frauen gleichermaßen, das würde natürlich heute gar nicht mehr gehen. Und dass das heute nicht mehr geht, ist auch gut und richtig. Aber ist es nicht vielleicht auch so, also ich habe kürzlich gelesen, Habe Kerkeling, der sagte, er zieht jetzt aus Berlin weg, weil ihm wird die Stadt zu homophob. Und dann habe ich auch mal mit ein paar Freunden drüber geredet und wir haben festgestellt, also vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, vielleicht auch noch vor 10 Jahren, hat das doch niemanden interessiert. Also da hat niemand interessiert, ob du blond, dunkel oder braun oder grün oder sonst wie bist. Alle haben irgendwie friedlich miteinander gelebt. Wir haben irgendwelche Musik von, was weiß ich, Frankie Goes to Hollywood gehört und uns war doch... Ich sag's mal, schied egal, ob der jetzt schwul oder sonst wie ist. Ja. Es wurde einfach nicht so thematisiert. Ja. Und dadurch, dass es heute so viel thematisiert wird, geht's den Leuten vielleicht doch auf den Geist? Gute Frage. Ich habe ja sehr viele schwule Freunde. Ja, me too. Und ich weiß nicht, ob denen das auf den Geist geht. Nee, nicht oder denen, nicht. Aber dass es einfach den Menschen dann auf den Geist geht und sagen, lasst uns doch mit dem Thema in Ruhe. Mhm. Also ich glaube, wir haben das alles, aus meiner persönlichen Sicht, ich habe diese Thematik als zwangloser empfunden, in der Zeit früher. Ja, das meine ich ja. Eben weil es für mich irgendwie selbstverständlicher war. Nun sind wir, also ich zumindest bin ja auch in einer mittelgroßen Stadt aufgewachsen und bin sehr schnell auch dann in die Großstädte gegangen. Da war das kein Thema. Vielleicht ist das in der Provinz oder im ländlichen Bereich noch mehr ein Thema, wo man noch mehr so in traditionellen Denkstrukturen verankert ist oder verhaftet ist.
Ja, aber ich meine, Kerkeling sagte jetzt, er geht aus Berlin weg. Ja. Es ist nun mal Berlin oder so. Ich weiß das nicht so genau. Ich kann das nicht beurteilen. Oder es sind ja auch andere Themen oder so. Ob ich jetzt, also ist ja nicht nur das, meinetwegen auch das Ganze, sich sozusagen jetzt um queere Menschen zu kümmern. Man kann man alles machen, aber es sind doch trotzdem immer 0,4% oder 1% der Menschen oder so. Also das einfach... Die Masse der Menschen sagt, ja, macht doch alle, was ihr wollt, aber erzählt uns nicht so viel davon. Also sagen wir so, schwierig, wenn eine Minderheit von den anderen fordert, dass die Spielregeln irgendwie zumindest irgendwie die Sprache sich verändert. Das finde ich persönlich auch nicht so leicht, weil du musst es ja der Mehrheit verklickern, wie es dann künftig sein soll und so. Es ist immer schwierig. Also du merkst, ich eier gerade so ein bisschen rum. Aber es ist dann auch schwierig. Ist ein schwieriges Thema. Bei der Diskussion jetzt auch um Flüchtlinge zum Beispiel oder so. Es ist halt so, Flüchtlinge kommen hierher, sollen sie auch, müssen sie auch aus allerlei Gründen, aus wirtschaftlichen, aus Kriegsgründen oder sonst dergleichen. Aber sie müssen sich hier integrieren und ich muss mich nicht ihnen an integrieren. Ja, da stimme ich dir zu. Das finde ich auch. In dem Moment, wo man in ein neues Land reinkommt, ist es so. Dann gelten da sicherlich andere Regeln als das, was man in der Heimat kennengelernt hat. Aber es ist ja auch mal eine Herausforderung. Ich habe das immer als große Herausforderung empfunden. Ich bin ja viel in Amerika gewesen und so. Das war für mich, als ich da in den 80ern hinkam, als Austauschschülerin, auch ein Kulturschock, wenn du so willst. Und ich fand nichts spannender, als in diese Kultur da einzutauchen. Und ich war da wirklich in der Provinz. Und das war auch für mich ein totales Neuland, wenn du so willst. Und dieses Neuland hast du jetzt wiederentdeckt in deinem schönen Buch. Im Wilden Osten. Naja, ist ja eigentlich nicht der Osten, das ist ja schon fast Süden, ne? Südöstlich. Südöstlich sozusagen. Genau. Schon, und das ist ja übrigens auch eine schon Sache. Fast Sibirien. Was man, das ist jetzt aber mangelnde Kenntnis in Geografie, mein lieber Onsa. Das war da, aber wir sind ja gute Alte für Adenauer, war ja alles hier irgendwie schon Sibirien. Ja. Und da wird übrigens auch vergessen, dass wir auch zu Fontanes Zeiten beispielsweise schon ein Einwanderungsland gewesen sind. Die Holländer, die Franzosen. Das beschreibe ich auch in diesem Buch. Und sicherlich ist das mit den heutigen Zuständen beziehungsweise mit der heutigen Situation nicht wirklich vergleichbar, weil vielleicht waren es nicht so viele und vielleicht kamen sie auch nicht von so weit her. Aber auch damals gab es schon aufgrund religiöser und sprachlicher Unterschiede war das auch schon das Zusammenprallen unterschiedlicher Kulturen. Und man hat es damals ja auch irgendwie gemanagt. Also würde ich sagen... Wir haben den französischen Dom in Berlin, wir haben Alexandrowka, wir haben das Holländerviertel in Potsdam. Also kann man alles besichtigen. Sollte es einen doch mutig stimmen. Und ein Haus am See, eben nicht in der Uckermark, weil die ist ausverkauft, glaube ich aber auch nicht. Vielleicht gucken Sie ja mal nach, vielleicht gibt es ja doch noch was, dann können Sie mit Angela Merkel Pilze sammeln gehen oder Sie können am See lehnen. Was kostet das eigentlich? Jetzt wollte ich ein bisschen Werbung machen, jetzt steht ja kein Preis. Doch, es kostet 22 Euro. Und ist bei Langmüller erschienen. Und im Buchhandel gibt es. Und Birgit von Heitze hat es geschrieben. Danke, dass du hier warst. Sehr gerne. Danke, dass Sie dabei waren. Tschüss, mach es gut, bis zum nächsten Mal.